Immer wieder höre ich die Frage, warum fällt eigentlich Gold, warum steigt der Dollar? Irgendwie ist mir das unklar, irgendwie verstehe ich das nicht, was soll das eigentlich? Und ich versuche in diesem Video mal kurz anzureißen, warum das derzeit so ist, warum die Märkte den Dollar derzeit favorisieren und Gold, naja, nicht so favorisieren. Was ist die Logik dahinter? Heißt ja nicht, dass die Logik stimmt, aber es ist zumindest das, was an den Märkten gespielt wird. Und man könnte vielleicht sagen, dass die Märkte hier gegen die Fed wetten. Die Fed sagt, wir werden also absehbar lange Zeit noch unsere Geldpolitik so betreiben, wie wir sie betreiben, mit Quantitative Easing etc. Die Märkte sagen, nein, ihr werdet früher aussteigen, als ihr jetzt sagt, denn die Wirtschaft wird sich schneller erholen, dazu gleich mehr. Und vor allem, die Märkte haben ja schon öfter gegen die Fed gewettet. Die Fed hat vor ein paar Jahren gesagt, wir werden die Zinsen weiter anheben. Die Märkte haben gesagt, nein, werdet ihr nicht, könnt ihr gar nicht, wird nicht passieren. Die Märkte hatten recht. Dann gab es dieses Chaos, als Jerome Powell als relativ neuer Fed-Chef damals gesagt hatte, ja, Autopilot, Bilanzreduzierung etc. Und da bekamen einige, die gegen die Fed gewettet hatten, und das waren so ziemlich alle, ein bisschen Panik, aber das wurde dann wieder gut gemacht, indem die Fed gesagt hat, so haben wir es doch eigentlich gar nicht gemeint, respektive Jerome Powell, der damals im Prinzip seine Glaubwürdigkeit schon verspielt hatte, dann unter Trump sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, was bestimmte ethische Standards betrifft, Moral betrifft, aber sei es drum, jedenfalls die Märkte sind gewohnt, eigentlich gegen die Fed zu wetten, und diesmal ist diese Wette wieder am Laufen und meistens, wie gesagt, haben die Märkte recht. Schauen wir uns zunächst mal an, was die Motivation ist, was die Gründe sind für diesen perfekten Sturm sozusagen, der hier der Fall ist. Wir wissen, dass der Dollar noch sehr stark geschortet ist. Da ist also ein bisschen Schmerz zu holen, eine Art Short Squeeze möglich, wie bei GameStop. Wir sehen ein paar Punkte, Fiscal Spending. Also es wird Stimulus kommen, dicker Stimulus in den USA. Die Frage ist nur, wie groß ist der? Wir haben die Situation, dass die Infektionszahlen in den USA deutlich nach unten gehen mit Corona. Wir haben die Situation, dass in den USA die Impfquote viel höher ist als in Europa, all das spricht für den Dollar. Wir sehen, dass die Renditen für US-Staatsanleihen steigen, konstant, nicht sehr stark, aber eben konstant. Wir sehen, dass die Zinskurve sich deutlich versteilt, das ist auch dollarbullisch. Und wir sehen eben die Erwartung, dass die US-Wirtschaft sicher deutlich beschleunigen wird. Ob das so kommt, weiß man noch nicht genau. Da muss alles mit Corona gut gehen, respektive darf nichts schief gehen. Jedenfalls sehen wir hier, dass die Growth Expectations, also die Wachstumserwartungen für die USA derzeit massiv nach oben schnellen und eben deutlicher nach oben schnellen, auch aufgrund der Corona-Situation und der Impfsituation, als etwa in der Eurozone. Und der Dollar ist ja sehr stark relatiert, kann man sagen, ist es sehr stark gekoppelt an den Euro. Beim Dollarindex macht der Euro alleine 53% der Gewichtung aus, also mehr als die Hälfte. Alle anderen Währungen machen weniger als die Hälfte aus. Also das zeigt, dass diese Geschichte eben schon sehr stark Eurozone dominiert ist, was den Dollarindex betrifft, was die Wahrnehmung des Dollars betrifft. Und hier sehen wir, dass die Wachstumserwartungen eben deutlich besser sind für die USA jetzt. Und auf der anderen Seite eben der Dollar das noch nicht mitgemacht hat. Wir haben ähnlich im Jahr 2017, 18 eine Situation gehabt, wo dann der Dollar massiv aufgeholt hat in Relation eben zu den Wachstumserwartungen. Und man erwartet eben auch, dass die Inflation in den USA anzieht. Hier gibt es Prognosen, dass wir schon im Frühjahr CPI, also Verbraucherpreise, haben in den USA von 2,5%. Möglicherweise aber dann noch durch einen deutlichen Anstieg der Benzinpreise höher kommen würden. Und dann wird es ein bisschen kritisch für die Fed. Denn wenn die Inflation stark anzieht und du pumpst weiterhin massiv Geld in die Märkte, dann hast du natürlich das Problem, dass du diese Inflation eher anheizen wirst. Genau das ist dann diese Falle, in der die Fed ja ist. Eigentlich kann sie die Zinsen nicht deutlich anheben, denn dann ist die Verschuldung kaum mehr zu schultern. Und auf der anderen Seite kann sie nicht so weitermachen, wenn die Inflation weiter ansteigt. Das ist das Dilemma der Fed. Wir sehen hier zum Beispiel auch mal die Differenz in
der bei den Verbraucherpreisen, Kernverbraucherpreisen zwischen den USA und der Eurozone. Und da ist es eben so, dass die Inflation, auch die Kerninflation in den USA höher ist. All das wird nicht wiedergespiegelt eben bisher beim Dollar. Und das beginnt jetzt, kann man sagen. Wir haben gestern dann zum Beispiel Lohnstückkosten in den USA gesehen. Plus 6,8% zum Vorjahresquartal. Das ist eine Menge Holz. Gleichzeitig schlechter Produktivität. Aber sei es drum. Jedenfalls sehen wir, dass die inflationären Tendenzen in den USA deutlich stärker sind. Und das müssen die Anleihen irgendwann, naja, spielen, müssen das ein bisschen nachvollziehen. Die Staatsanleihenmärkte. Dementsprechend, wenn die Inflation anzieht und ich kaufe eine 10-jährige Staatsanleihe aus den USA und bekomme 1,1%, aber die Inflation ist deutlich höher, dann habe ich Realverluste. Dementsprechend verlange ich dann als Investor bei US-Staatsanleihen eine höhere Rendite. Und das ist eben der Punkt, der schließlich dazu führen kann, dass die Anleihenrenditen nach oben gehen. So zumindest die Erwartung des Marktes. Ob das eintrifft, ist eine andere Sache. Aber das wird gespielt derzeit. Renditen gehen nach oben. Und dann könnte es eben auch sein, dass wir doch eine Alternative haben zu den TINA-Prinzip, also da gibt es keine Alternative für Aktien. Jetzt sagen viele, ja, dies bisschen Rendite für Staatsanleihen, aber die Staatsanleihenanstiege würden dann normalerweise dazu führen, dass auch die Kapitalmarktzinsen ansteigen, dass also auch zum Beispiel die Spreads respektive die Risikoprämien für Junkbonds steigen, dass also es teurer wird, sich Geld auszuleihen, weil man sagt, okay, das ist jetzt eine Geschichte, da brauche ich einen Renditeersatz, da muss ich höhere Renditen fordern. Und das ist genau der Punkt. Früher oder später, so heißt es hier, werden wir mit den Konsequenzen der biggest financial bubble in US History zu tun haben, also der größten Finanzblase in der Geschichte der USA, denn es sind ja nicht nur die Aktienmärkte, die in einer Blasenbildung sind, es sind vor allem natürlich auch die Anleihenmärkte, gar keine Frage. Es ist so ziemlich jedes Asset, das jetzt eben durch diese Geldpolitik maßgeblich aufgebläht ist, im Prinzip eben eine Assetpreisinflation vom Allerfeinsten. Vorhin sprach ich von der Verbraucherpreisinflation. Hier haben wir schon die totale Inflation der Assetpreise. Wie kommst du aus dieser Geschichte wieder raus? Druckenmiller, Stan Druckenmiller, legendärer Investor, der seit 1978, das ist sozusagen ein Ultra-Ultra-Boomer, am Markt ist, der sagt, das ist der wildeste Cocktail, den ich jemals gesehen habe. Die Fed, die kauft innerhalb von 2-3 Wochen das an US-Staatsanleihen, was damals in der Bewältigung der Finanzkrise überhaupt die Fed gekauft hat, unter Bernanke und Yellen zusammen. Also da sind völlig andere Dimensionierungen der Fall. Wo das enden soll, das ist die große Frage. In einem Casino, wie es aussieht. Und wir sehen hier zum Beispiel dieses Casino, um jetzt mal auf die Märkte zu kommen. Da haben sich jetzt ein bisschen die Gewinner und Verlierer geändert. Jetzt der neueste Schrei sind sogenannte Microcap-Stocks. Das sind meistens kleine Biotech-Unternehmen, die irgendwelche Börsengänge gemacht haben, irgendein Mittel haben, das kann funktionieren oder halt nicht funktionieren, meistens sehr illiquide, aber das wird jetzt nach oben gespielt, während die Most Shorted Stocks, also die meist geschorteten Aktien, tendenziell eher fallen. Das ist zum Beispiel eine GameStop, $56,50 gestern der Schlusskurs, und lustigerweise Robinhood sagt jetzt, gibt es keine Beschränkungen mehr für den Kauf von GameStop und der AMC, aber Game is over, auch wenn die Aktie jetzt mal 20-30% wieder steigt, da haben sich so viele verbrannt, wie ein guter Bekannter mir erzählt hat, der sagt, er hat sich in diesen Foren umgetan, er sagt jetzt in deutschen Foren zu GameStop etc., jetzt herrscht totale Depression, die sind richtig deprimiert, weil die ganze Geschichte eben schief gegangen ist, auch die Anzahl der Posts ist deutlich zurückgegangen, also thank you for playing. Und jetzt sehen wir, das ist natürlich für einen Broker wie Robinhood und andere sehr interessant ist, zum Beispiel Optionen anzubieten, die sind extrem lukrativ. Und wir sehen, 2/3 des Revenues, also der Umsätze dieses Brokers, kommen durch Optionen. Da kannst du richtig als Broker nochmal Geld verdienen. Die verkaufen ja den Order Flow an, zum Beispiel Hedgefonds wie Citadel, an die Bösen also. Und dementsprechend ist jetzt die Frage, die sich zum Beispiel stellt, ja, pass mal auf, die kaufen bisher alle Calls. Ja? Aber möglich wäre ja, dass die auch mal irgendwann anfangen, Puts zu kaufen und dann plötzlich eine ganz andere Bewegung in Gang setzen, nämlich plötzlich sozusagen auf fallende Kurse spekulieren.
Mal sehen, ob das passiert. Bisher tendieren die meisten ja dazu, nur Long spielen zu wollen. Jedenfalls wäre das zumindest eine Option. Und wir sehen, obwohl sehr, sehr viel Kritik auf Robinhood geprasselt ist, Leute wie Portnoy fordern, die Chefs müssen ins Gefängnis etc., sind die Downloads der Software, der App nach wie vor extrem hoch. Da ist also gar nicht so viel passiert. Man steht immer noch sehr, sehr gut da, weil einfach die ganze Geschichte spannend ist. Und offenkundig zeigt eben diese ganze Geschichte mit Robinhood, mit GameStop, dass wir eine Gamblifizierung der Märkte haben, eine praktische Strukturänderung. Da kommt jetzt eine Generation an die Märkte, die nicht viel Erfahrung hat. Die sieht, dass die Notenbanken Geld drucken in Reaktion auf die Finanzkrise. Die sieht, dass die Kurse nur steigen, die also praktisch blasensozialisiert ist, die nichts anderes kennt als Blase. Dementsprechend sagen die, wollen wir auch mitspielen in der Blase. Und Blase wird immer so bleiben. Also für die ist klar, das wird linear fortgeschrieben, wird sich niemals ändern. Hier sehen wir zum Beispiel mal diese Gamblifizierung. Gamifizierung könnte man auch sagen, wie viele Leute die Ratio zwischen den Ausgaben für Spiele und die Ausgaben für Bücher, auch elektronische Bücher, die ist deutlich gestiegen. Also the game must go on. Und Janet Yellen fragt sich, hat sich gestern gefragt, ja, muss ich erst einmal verstehen, was da passiert ist. Janet ist ja auch ein Ultra-Ultra-Steinzeit-Boomer. Die versteht das sicherlich nicht mehr. Wenn wir uns gestern mal die Performance anschauen, sehen wir, Financials sind sehr besonders stark gestiegen. Eben Versteigerung der Zinskurve, gut für Banken, gut für Finanzwerte. Da ist mehr Rendite plötzlich drin, mehr Marge drin. Wir sehen, die Energiewerte sind gestiegen. Wir sehen Information Technology. Also gestern ist sowieso alles gestiegen. Ne? Dementsprechend macht es ja fast keinen Sinn, überhaupt diese mal auseinanderzuhalten. Aber es sind vor allem eben auch die Non-Profitable Tech-Stocks gestiegen, also die unprofitablen Tech-Aktien, und von denen gibt es viel, viel mehr, als die meisten Leute glauben. Wir sehen, dass auf der anderen Seite jetzt diese Diskussion um diesen Stimulus nochmal hier aufflammt. Die Schecks kommen ja noch nicht. Die Frage ist, wie groß werden die? Wird dieses Geld dann wieder in die Aktienmärkte investiert? Manchin von den Demokraten, eher im rechten Spektrum der Demokraten, spricht ja sehr viel mit Collins, die praktisch für die Republikaner die Verhandlungen führt, eher aus dem linken Spektrum der Republikaner. Und hier ist jetzt die entscheidende Frage, ja, wer soll überhaupt diese Schecks bekommen? Leute, die das nicht nötig haben, die sollten sie nicht bekommen. Das ist der neueste Trend sozusagen jetzt in diesen Stimulusverhandlungen. Was bedeuten würde, dass insgesamt der Stimulus geringer ausfällt, weil einfach weniger Leute ihn bekommen? Finde ich okay, dass die Leute, die eh sehr gut verdienen oder viel Geld haben, jetzt nicht unbedingt noch Helikoptergeld bekommen. Wenn wir jetzt nochmal an die Märkte uns orientieren, dann sehen wir hier die wahnsinnige Parallele jetzt zum Jahr 2009. Im Jahr 2009 sind wir allerdings etwas schärfer korrigiert. Wir hatten ja hier diese Korrektur in Anführungszeichen aufgrund der Sorge, dass ein paar Hedgefonds kippen in dieser GameStop-Story. Da sind wir 3,7% gefallen im S&P 500. Etwas mehr war es im Jahr 2009. Dann kam diese Aufwärtsbewegung und dann kam eine etwas kräftigere Abwärtsbewegung. Also sehr ähnliches Muster, sehr ähnliche Struktur. Aber auch damals, 2009, gab es dann nochmal eine Welle, als es nach unten ging, bevor es nach oben ging. Das ist praktisch jetzt mal eine Analogie. Und wir sehen hier die Zahlen aus dem Februar. Der Februar ist eigentlich nicht so gut bei Post-Election Years, also in Nachwahljahren, haben wir durchschnittlich eine Entwicklung von minus 1,64%, aber diesmal ist es sicherlich alles anders. Es ist immer alles anders. Das ist ja eigentlich das. Heute die Non-Farm Payrolls, also die Arbeitsmarktdaten, gestern ja schon viel bessere ADP-Arbeitsmarktdaten, am Mittwoch waren die, und am Donnerstag hatten wir die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auch besser. Also viele spricht dafür, dass wir hier relativ ordentliche, vielleicht wenn nicht sogar bessere Daten sehen. 40.000 bis 50.000 neue Stellen, die Erwartung. Goldman Sachs sagt mindestens 200.000, weil der Service-Sektor wieder aufmacht. Und hier haben wir die Frage, wird heute Mario Draghi, wird er dann vielleicht jetzt in der Lage sein, wirklich ein neues Kabinett zu bilden? Es ist ein typisch italienisches Chaos. Hier zum Beispiel die PD, die Partito Democratico, sagt, also pass auf, wir sind ja bereit, hier Draghi zu unterstützen, aber nicht mit der Liga Nord. Die Liga Nord sagt, okay, wir sind bereit, Draghi zu unterstützen, aber nicht mit Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung dabei ist. Und so sagen alle, pass auf, ich bin ja bereit, Draghi zu unterstützen, aber nicht, wenn die dabei sind. Und die anderen sagen, nicht, wenn die dabei sind, mit dem will ich nicht spielen. Das ist italienisches Chaos vom Allerfeinsten. Manchmal wünschte ich mir eine so kreative deutsche Politik.
Dir dich des Chaos sich laviert, während wir uns durch das Chaos planen, siehe Impfstrategie. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Der Dollar hat nach meiner Auffassung durchaus noch weiteres Potenzial. Gold könnte weiter unter Druck bleiben. Ob das on the long run so ist, mag ich eher zu bezweifeln. Aber es ist eben das kurzfristige Spiel, das erklärt, warum die Dinge so sind. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen letzten Handelstag der Woche, 14:30 Uhr, die Arbeitsmarktdaten. Das heutige Highlight. Servus und ciao.